Ja, guten Abend, ne? Oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr zuschaut. Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Survive-Stream. Ja, ich muss jetzt erstmal, bevor ich hier den Stream gestartet hatte, erstmal wieder hier Zombies wegklatschen. Ist schon fies, wenn du startest und direkt da so sechs Zombies stehen und bevor du überhaupt die Waffe in der Hand hast. Echt mies. Ja, ich habe mich jetzt noch nicht ausgestattet. Wir sind beim zweiten Unterkapitel von Kapitel 3. Bin schon gespannt, was auf uns zukommt. Ich habe online mal nachgeguckt, wie viele Kapitel es offenbar noch gibt, also Unterkapitel. Und ich glaube, wir sind wirklich knapp am Ende, weil das Kapitel 3 hat nur vier Chapter so gesehen, also vier Missionen. Und wir haben ja letztes Mal eine schon abgeschlossen. Sind jetzt schon bei der zweiten. Von hier nehme ich mir auf jeden Fall die Muni mit. Da sind wir hier in die Schule eingedrungen. Wieso packst du das nicht ein? Ach, ich hatte die mit einer Magnum gerade weggeballert, aber die Magnum war mega verbuggt. Ja, wir sind komplett ausgestattet. Das da wollte ich in die Hand nehmen und auf Karte schalten. Wir wollen auf jeden Fall gleich raus hier. Ich würde sogar sagen, als allererstes gehen wir hier zu dem Safe House, weil da waren recht gute Sachen. Wir können aber erstmal hier hingehen auch und zu dem Safe House und da erstmal den Skin holen gleich. Also so oder so gehen wir gleich erstmal aus der Schule raus. Ja, ansonsten liegt hier jetzt nichts, was ich mitnehmen wollen würde. Dich in die eine Hand und dich in die andere. Mal raus aus diesem Drecksloch hier. Es ist egal, durch welche der beiden Türen ich gehe. Ist das ein Kind? Warte mal. Erstmal gucken. Ja, geht in die komplett andere Himmelsrichtung, aber ist vom Prinzip her nach oben. Also auch noch irgendwo in unserer Richtung. Der war gerade wichtiger. Alter, wie ungenau. Solange ich nicht auf extrem hohe Entfernung schießen muss, mache ich mal das andere Visier wieder weg. So kann ich nämlich wesentlich besser auf kurze Distanzen schießen. Ach, direkt noch so ein dicker, fetter Wachmann. Die Schule war ja irre gut bewacht. Erstmal die ganzen Helme runtergeschossen. So gehört sich das. So, ich habe auf deine Hülse gezielt.
Und da ist das erste Magazin auch schon leer. Hören wir uns erstmal das erste Safehouse, was hier draußen ist. Place in town where you can find some C4 explosives is the armory in the police district. Unfortunately, in order to access that room, you need to open a fucking armored door, thick as a wall. It's impossible to knock it down. Well, guess what? We need its number code to open it. When it all fell apart, the police station was stormed almost immediately. So the surviving cops stayed and barricaded themselves in the Port Main Penitentiary. Find the sergeant in the armory. He must have a card with the code printed on it. It was changed every week as an internal security measure. Got it loud and clear? Find that fucking code at all costs. Klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Du bist ein Sprinter, 100 pro. Alter, wieso treffe ich deine scheiß Hülse nicht? Dann machen wir es anders. So, jetzt kannst du nicht mehr sprinten. Okay, direkt links. Als ob du mich sonderlich interessierst. Da drin eventuell? Nee, wenn hier auf meiner rechten Seite. Na gut, gucken kann ich trotzdem. Irgendwo muss ich nach oben. Wo kommst du denn her? Ach komm, ich lasse die Tür offen. Ah, hier geht's nach oben. So, und da sollte jetzt der Skin liegen. Oh, da liegt ein Plüschhase. So, damit können wir hier auch wieder raus.
War alles, was ich hier drin wollte. Wir können ja schon mal wegen Richtung gucken. Wir kommen auf der oberen Seite raus. Ich würde sagen, wir gehen dann links an dem Schulgebäude vorbei. Dann nochmal links. Und dann einfach geradeaus, bis wir Wand erreichen. Ich würde eigentlich sogar direkt vermuten, dass das wahrscheinlich irgendwo oben liegt. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Entweder über mir oder hinten direkt hinter der Tür ist einer. Sag ich doch. Die sogar komplett hinter der Tür. Wir sind hier auf jeden Fall im richtigen Haus. Das Problem ist, wir wissen nicht, wo genau hier drin das liegt. Wir suchen ein kleines schlaues Büchlein. Ich gehe weiter in der Annahme, dass es höchstwahrscheinlich oben liegt. Erstmal gucken. Okay, die Tür ist standardmäßig offen. Da ist nix. Hier liegt zumindest ein Katana. Das hier sieht nach einer guten Ecke aus. Ja, hier sind sie. Ich habe mir schon gedacht, oben. Sogar das Visier, was ich gerade eben drauf hatte.
Jetzt habe ich das standardmäßig. Ich sage, wenn man das Buch findet zu irgendwas, dann liegt das, was man damit machen kann, auch direkt daneben. War bisher immer so. Bevor ich jetzt weiterziehe, erstmal gucken. Vom Prinzip her kann ich straight up geradeaus raus. Dann gucke ich mir mal eben kurz die Karte an. Wo könnte denn der Eingang sein? Sehe ich das richtig, dass das da der letzte Skin ist, der fehlt? Ja, das wäre der letzte Skin. Obwohl, da bin ich an einem vorbeigelaufen, wie es scheint. Ist jetzt auch nicht weiter wichtig mit den Skins. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich nehme die halt mit, wenn ich dran vorbei muss. Das war's aber auch schon. Kommen wir hier rein? Ja, ich würde sagen, wir kommen hier drüber rein. Komm, ich laufe mal eben kurz zurück und hole eben kurz den Skin, den ich jetzt vergessen habe. Ich glaube, bei dem Chapter mache ich das sowieso so. Ein Stream, ein Kapitel, so gesehen. Es sind ja nur noch drei. Ich würde dann am Sonntag auch Survive machen. Also jetzt nur für die Twitch-Zuschauer. Dann müssten wir jetzt mit den nächsten zwei Streams dann eigentlich abgeschlossen haben. Außer das Kapitel ist jetzt gleich schon vorbei. So, dann stehen wir wieder hier. Erstmal Knöpfchen drücken. Okay. Wie komme ich dann rein? Gotta get in at all costs to get that code. I'm sure that's our man. Okay, calm down. I have an idea. There's a multi-level car park nearby. Try reaching a high level. From there, you should have a view of the building and the courtyard from above. Look for sniper positions prepared by the military. You'll find rifles and ammo. I'll mark the spot on the map. Jetzt habe ich ja direkt wieder nochmal zurück, wo ich gerade hergekommen bin. Ja, hätte ich erst den Knopf gedrückt, ne? Hätte ich das direkt auf dem Weg mitnehmen können. Wo komme ich denn rein? Hochkommen sollte hier jetzt nicht allzu schwer sein. Wenn das wie ein richtiges Parkhaus angelegt ist. Das hasse ich, wenn die noch nicht gespawnt sind. Not kann man den auch immer in die Beine schießen. Funktioniert auch ganz gut. Funktioniert vor allem gegen die sehr, sehr gut. Die Hütchen. Ein Polizeiwagen hat hier nochmal einen Parkplatz gesucht. Was ist denn da Schönes drin?
Oh, nochmal eine dicke Wumme. Wie viele Munitionspakete habe ich für die hier dabei? Na gut, für die habe ich was Explosives. Ich habe sogar noch für den Notfall auch noch eine Bombe dabei. Die wollte ich nicht weglegen. Gegen die Special Zombies nutze ich die immer. Ich könnte die eigentlich wesentlich häufiger nutzen. Okay, you're almost there. From this floor you can see the prison windows. Take the sniper rifle and try getting a view of that asshole. He's definitely barricaded in the director's room on the first floor. Alter, backt das gerade. Sagt sich so leicht. Ich habe Angst, mich hier durch die Wand zu buggen. Ah, es backt nicht mehr. Ich will das nicht tun. Fuck! I didn't think you could live up to it. You're not the first one, you know. You're definitely special. You got my plan right from the start. You're like me. You know what sacrifice means. The others who came before you were nothing. They deserve to end like they did. Now, go back to the gate. I'm unlocking it remotely. Ganz ehrlich, warum nehme ich nicht die mit statt der? Die hat doch wesentlich mehr Feuerkraft. Explosiv hin oder her. Überzeugend. Ich habe ihm die Überzeugungsfähigkeit genommen. Ich wollte gerade fragen, kann ich das Tor hinter mir auch wieder zumachen? Muss jetzt nicht unbedingt was von hinten kommen. Einfach drunter durch. Do you receive me? Now you have to get to the director's office and look for that code. I just hope that son of a bitch was our man. If he wasn't, we're done for. From what that madman said, a good part of the structure is infested with walkers. So watch your step. It will be a fucking hell. Ja. Da finde ich immer noch, dass Kanalisation bei weitem schlimmer ist. Guck mal, selbst die schieße ich mit dem Scharfschützengewehr mit einem Schuss weg. Scharfschützengewehr ist halt ultra stark. Hat fast genauso viel Kraft wie die hier. Kann ich einfach drüber rumlaufen und da ist dann auch ein Eingang?
Nope. Ich darf einmal durch das ganze Ding. Na gut, hier werden es jetzt aber auch wieder enge Räume. Das ist der Teil, der schlimm ist. Hier wäre auch nochmal Pistole und so weiter. Falls ich brauche. Die sind ja meine Notwaffen. Falls ich nichts anderes mehr habe. Da wäre ein Kaffee für mich. Ja, dasselbe Thema, ne? Ich brauche jetzt nicht unbedingt welche, die von hinten angeschlichen kommen. Die darf ich doch direkt auch wieder aufbauen, oder? Direkt mal Magazin umgepackt. Das wäre übrigens ein Punkt, wo man während einer Zombie-Apokalypse tatsächlich hin sollte, zum Gefängnis. Weil das Gefängnis, das was die Gefangenen dann drin gehalten hat, ist das, was die fiesen Zombies dann draußen hält. Deswegen wäre Gefängnis meine erste Wahl auf jeden Fall. Es war richtig weit nach hinten gebackt. Das Schöne ist, hier ist auch sehr, sehr hell. Das gefällt mir auf jeden Fall. Kann ich einen Drink haben? Da sieht es nicht aus, als ob es weitergeht. Ich denke mal nicht, dass die Türen hier auch nur ansatzweise versperrt sind. Da geht's nicht weiter. Ich lasse Tür mal offen. So wie der das angekündigt hatte, hatte ich hier eigentlich mehr Gesellschaft erwartet, ne? Man muss auch sagen, irgendwo haben wir ihn auch erlöst. Weil der wäre nie im Leben hier rausgekommen. Haben wir ihn den schnellen Ausweg gemacht. Ich hoffe, es ist egal, wie rum ich laufe. Ach, da ist schon wieder einer mit so einer fetten Rüstung. Oh, guck mal, selbst da sieht man, dass das Scharfschützengewehr schon gut ist. Hier geht es auf jeden Fall nach oben. Es geht ja in die Richtung, in die wir wollen. Ich wette mit euch, hier im Gefängnis wird dieses Kapitel enden. Muss vom Prinzip her nur einmal das Gefängnis clearen, die Türen immer gut zumachen. Und wie gesagt, bester Ort, wo man während einer Zombie-Apokalypse dann sein kann. Ich suche gerade den Eingang da rein. Da ist nämlich eine Bombe drin und die hätte ich sehr, sehr gern. Das Türeingang.
Die lehne ich mal hier an. Einmal kurz Bombe holen. Das stecke ich auch direkt ein. Also solange ich gerade kein Munitionsproblem habe, ne, behalte ich noch das Scharfschützengewehr, weil das ist sehr gut gerade. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. In die Richtung muss ich. Ich muss auf jeden Fall ja auch eine Etage höher, also gehe ich hier direkt hoch. Obwohl, hier sind die Arrestzellen, ne? Da hinten wird's sein. Da will ich ungefähr hin. Ich lasse hier die Tür mal tatsächlich offen. Die Frage ist halt, wo ich nach oben komme. Da komme ich. Das sieht nach einer guten Tür aus. Nee, das ist der Eingangsbereich. Hier bin ich falsch. Hier fehlt die Welt. Mir anders immer ich doch zu. Wir wissen, dass er in der oberen Etage ist. Wir müssen halt nur den Weg nach oben finden. Dann haben wir es eigentlich. Da ist wieder ein Radio neben mir. Okay, jetzt wird's knapp mit dem Scharfschützengewehr. Deswegen habe ich den nicht getroffen. Das ist Panzerglas. Wo komme ich denn nach oben? Das ist halt wirklich die Preisfrage. Wo komme ich nach oben?
Sind doch auch wieder Restzellen. Da ist ein dicker Fetter wieder mit Rüstung. Aber langsam sieht die Richtung besser aus. Hey du, komm mal her. Ich habe ihn in den Helm runtergeschossen. Die Richtung fühlt sich richtig an. Das jetzt haben wir jetzt wieder mal nicht instant gespawnt, war aber fies. Ich müsste so langsam aber sicher seinen Raum erreichen. Danach brauchen wir ja nur hier wieder verschwinden. Okay, hier gab es auch mal einen Weg hoch, den ich nicht mal ansatzweise gesehen habe. Da. Here we go. Grab the key. Und Kapellende. To protect and to kill. Ja, dem habe ich die Rübe weggeschossen. Was hätte man hier denn überhaupt zur Verfügung? Ach, das muss man direkt wieder einsammeln. Na gut, macht Sinn, ne? Ich könnte mir vorstellen, hier in den einzelnen Räumen findet man ein bisschen Zeug, aber das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen ekliger dann. Dann gucke ich mir mal die Karte eben kurz an. Du willst mich doch verarschen. Für das Upgrade muss ich nach draußen. Du willst mich doch komplett verarschen. Das wird ekelhaft. Okay, Leute. Aber wie gesagt, ich würde sagen, hier machen wir jetzt für heute Schluss. Den YouTube-Zuschauern sage ich, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Ein Follow auf Twitch. Und den YouTube-Zuschauern sage ich an der Stelle dann schon mal Ciao.